Hey, ich bin's, Blippi. Oh, und schaut mal, was das ist. Es ist ein Flugzeug. Heute bin ich beim Erin Air Boeing Field in Seattle, Washington. Und ihr und ich werden heute was über, genau, Flugzeuge lernen. Hey, kommt, wir lernen die Außenteile eines Flugzeugs. Seht ihr das? Das ist die Nase des Flugzeugs. Wisst ihr, warum man das Nase nennt? Genau, weil es aussieht wie eine Nase. Hey, kommt mal her. Da oben sind die Windschutzscheiben. Die sehen aus wie normale Windschutzscheiben, genau wie beim Auto. Damit einem keine Käfer in den Mund fliegen. Schaut mal das da unten. Oh, sieht aus wie ein Rad und Reifen. Warte mal, das ist, weil es ein Rad und Reifen ist. Das ist das Bugfahrwerk. Das hilft dem Flugzeug, während es am Boden ist. Oh, das ist die Kabinentür. Schaut mal. Jetzt können wir reingehen. Hallo? Hallo? Okay. Wow, schaut mal da unten. Es ist noch ein Fahrwerk. Das ist das Hauptfahrwerk. Genau, es ist noch ein Rad und Reifen. Und auf der anderen Seite ist noch eins. Oh, und die Fenster. Schaut mal, da gucken die Passagiere raus. Hallo? Hey, kommt, wir zählen sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut gemacht. Wow, was ist das? Das ist ein Flügel. Er ist so lang und glänzt so sehr. Schaut mal. Hallo? Hey! Kommt mal wieder her. Wow, das ist das Düsentriebwerk. Seht ihr, wie es sich im Kreis dreht? Rundherum geht es. Das ist, was dem Flugzeug all seine Flugkraft gibt. Wow! Oh, kommt mit! Und der Hauptteil des Flugzeugs nennt sich Flugzeugrumpf. Wir gehen wieder da hinten hin. Oh, wartet! Seht ihr das? Das ist das Leitwerk. Genau, das Hinterteil des Flugzeugs. Und hier, das ist der Frachtraum. Der öffnet sich so. Okay, los geht's. Oh. Hier kann man seine Koffer drin verstauen. Oh, und schaut mal hier. Wow, das ist der horizontale Stabilisator. Das ist der vertikale Stabilisator. Der hilft dem Flugzeug, schön stabil in der Luft zu bleiben. Oh, noch ein Stauraum. Wow. Öffnen wir ihn mal und schauen, was drin ist. Ohoho, schaut, ganz viel Motorzeugs.
so interessant. Hey, ich habe euch noch ein Fach zu zeigen. Oh, was steht da? Treibstoff. 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 Oh ja, das ist der Treibstofftank. Was? Oh, seht mal. Genau, da geht der Treibstoff hin. Treibstoff ist ein bisschen wie Essen oder Wasser für euch und mich. Es treibt den Motor an und gibt ihm Energie. Wow, das Flugzeug ist ziemlich klasse. Es gibt so viele verschiedene Flugzeuge, so wie das hier. Dieses Flugzeug ist ein Geschäftsreiseflugzeug und ein Passagierflugzeug. Es gibt auch Urlaubsflieger. Die sehen ziemlich ähnlich aus. Es gibt Agrarflugzeuge. Oh. Und es gibt auch Frachtflieger. Wow. Die können viel Fracht transportieren. Hey, genau, Wasserflugzeuge. Oh, Wasserflugzeuge können an Land landen. Und Militärflugzeuge. Es gibt so viele Arten von Flugzeugen auf der Welt. Ich liebe Flugzeuge. Was für ein tolles Flugzeug. Kommt, wir fliegen im Flugzeug. Na los! Das wird so viel Spaß machen. Passt auf. Kommt mit. Boah, schaut euch das mal an. Das ist das Cockpit und das sind die Piloten. Hallo, hey. Kommt, wir setzen uns hin. Oh, ganz wie im Auto gibt es Anschnallgurte. Aber zuerst, Sicherheit kommt zuerst. Man muss sich anschnallen. Okay, das wird so lustig. Das ist toll! Hey, weil wir noch nicht in der Luft sind, können wir uns mal anschauen, was die Piloten so machen. Seht ihr das? Es ist ein bisschen wie Autofahren, aber es ist ein Flugzeug. Schaut mal! Jetzt sind wir hoch im Himmel in der Luft. Wir berühren den Boden gar nicht. Hier, schaut. Habt ihr das gesehen? Das ist das Zentrum von Seattle. Ich habe die Seattle Space Needle gesehen. Hoho!
Es hat so viel Spaß gemacht, im Flugzeug zu fliegen. Hey, vielleicht könnt ihr bei eurer nächsten Reise mit dem Flugzeug fliegen. Und keine Sorge, es ist nicht gruselig. Es ist nämlich total sicher. Hey, ich habe gerade den Flugzeugtanz getanzt. Wollt ihr den Flugzeugtanz mit mir tanzen? Das wird so einen Spaß machen. Kommt, ich bring's euch bei. Erst haltet ihr eure Arme so, als wärt ihr ein Flugzeug. Wow! Und dann tanzt ihr, wenn ihr die Musik hört. Aber wenn die Musik aufhört, bewegt ihr keinen Muskel. Ich mag echt gern Flugzeug spielen. So friedlich durch die Luft fliegen, als wäre ich ein Vogel. Warte, nein, ich bin ein Flugzeug. Hey, wie wär's, wenn wir das Flugzeuglied singen? Geschäft oder Urlaub? Man kann aus Papier Flieger basteln. Wirf ihn in die Luft und schau ihn nach. Ich schau gern hoch, wenn die Flügel mir zuwinken. Hey, Flugzeug! Flugzeug, Flugzeug fliegt auf den Wolken drauf. Flugzeug, Flugzeug, flieg ganz hoch hinauf. Flugzeug, Flugzeug fliegt auf den Wolken drauf. Flugzeug, Flugzeug,
Wir gehen ins Flugzeug rein. Na los! Wow! Das Flugzeug ist so schön! Hey, schaut mal! Ein Sitzplatz! Nur für mich? Sicherheit kommt zuerst. Man muss sich anschnallen. Und guckt euch das an! Wow! Es ist wie ein Schreibtisch, auf dem ich all mein Video schneiden kann. Genug damit. Ich brauche Wasser. Man muss immer daran denken, genug zu trinken. Nach einem langen Spieltag muss man ganz viel Wasser trinken. Okay, kommt, wir packen den Schreibtisch wieder weg. Perfekt. Schaut euch das da hinten an. Guckt mal, ein Waschbecken. Boah, man kann seine Hände hier waschen. Es ist sehr wichtig, seine Hände schön sauber zu halten. Und was ist das? Sieht aus wie ein Sitzplatz, aber da ist kein Anschnallgurt. Boah, wir wissen, was das ist. Genau, das ist, wenn man auf die Toilette muss, während man fliegt. Boah. Wow, ich habe eine Idee. Schauen wir uns noch mal das Cockpit an. Das ist ganz schön eng. Ich glaube, das Imperium hat an Wookies gedacht, als sie dieses Cockpit entworfen haben. Okay, wie auch immer. Sicherheit kommt zuerst. Anschnallen. Okay, Anschnallgurt sitzt fest. Jetzt brauchen wir ein Headset. Hallo? Kannst du mich hören? Ja, super. Tower, hier ist Pilot Blippi. Wir sind bereit zum Abheben. Okay, Pilot Blippi, du kannst loslegen. Ja, gut gemacht. Okay, wenn man den Lenker hält... Oh, guckt mal! Beide Lenker bewegen sich gleichzeitig. Lenker im Flugzeug sind ähnlich wie die im Auto. Oh, und schaut euch das alles an. Es gibt so viele tolle Apparate und Luftfahrtelektronik und Knöpfe. Ich fasse sie besser nicht an. Und der Gasgriff. Wenn man den nach vorne schiebt, fliegt man richtig schnell. Wenn man in der Luft ist, ist das Landefahrwerk. Wenn man das hier hochzieht, werden die Räder ins Flugzeug gefahren. Flugzeuge sind so toll! Hallo! Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch über Flugzeuge zu lernen. So, ich sollte besser mal gehen. Das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur nach meinem Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Vielen Dank an Erin Air. Tschüss! Habt ihr das gesehen? Ja, genau. Es ist ein ferngesteuertes Pistenraupenspielzeug. Oh je. Ich wünschte, die Pistenraupe wäre echt. Schaut mal. Es ist eine richtige Pistenraupe. Heute werden wir was über Pistenraupen lernen. Los geht's. Wow.
Jetzt lernen wir die Außenteile der Pistenraupe. Kommt mit! Wow, guckt mal! Das gleich hier ist die Schaufel. Wie ein Bulldozer schiebt er absolut alles. Den Schnee aus dem Weg. Guckt ihm bei der Arbeit zu. Schaut! Habt ihr das gesehen? Das war klasse! Wie die Schaufel seine Energie von der Hydraulik kriegt. Schaut mal! Oh, das ist die Hydraulik. Das sind die Hydraulikleitungen. Die Hydraulikzylinder. Wow, so stark! Und wie man die Hydraulik von der Führerkabine bedient. Wow, es sieht so gemütlich da drinnen aus. Aber als erstes, wenn man draußen im Schnee ist und es schneit und man nicht sehen kann, um etwas zu sehen, braucht man die Scheibenwischer. Oh, seht ihr? Das ist ein riesiger Scheibenwischer. Oh, genau wie im Auto. Guckt ihm zu. Jetzt kann man sehen, während es passiert. Da oben, da sind die Scheinwerfer. Die helfen einem auch beim Sehen. Sie blitzen an und gehen aus. Boah, sie sind so hell. Boah, seht euch das da unten an. Das sind die Ketten. Boah, die gehen direkt in den Schnee und das Eis und greifen, damit man nicht herumschlittert. Genau da. Das ist der Motor der Pistenraupe. Boah. Der produziert so viel Energie. Genau hier kriegt er sein Benzin. Ja, Treibstoff, nicht Diesel. Oh, schaut mal. Boah, das ist die Fräse hier. Seht ihr das? Das ist die Fräswelle, die hat ganz viele Zähne drauf. Es zerdrückt und zerreißt das Eis und den Schnee. So, und von da die Klappen. Seht ihr? Das sind die Klappen und diese kleinen Riffel, die machen sogenannte Quadrille. Boah, es ebnet den Schnee. Okay, jetzt gehen wir zurück nach oben und von da ebnen wir den Schnee. Schaut zu! Oho, seht! Schaut, wie glatt der Schnee ist. Boah, das sind Kordrippen. Seht ihr diese Linien? Boah, da will ich mich glatt drauflegen. Wow, seht, wo wir jetzt sind. Wir sind in der Pistenraupe. Oh, lass mich die Tür schließen. Alles klar. Aber zuerst kommt die Sicherheit. Genau, wie in jedem Fahrzeug gibt es einen Anschnallgurt. Man muss sich fest anschnallen. Alles klar? Jetzt, wo ich fest angeschnallt bin, zeige ich euch ein paar Teile. Oh, guckt mal. Seht ihr diese zwei Hebel? Genau, das sind die Steuerknüppel. Damit kann man vorwärts, rückwärts fahren. Und man kann links oder rechts abbiegen. Wow, was ist das? Ein Steuerhebel. Damit kontrolliert man die Schaufel und die Fräse hinten. Wow,
So viele coole Funktionen. Schaut mal. Der Schlüssel der Pistenraupe. Der Schlüssel ist ein sehr wichtiger Teil. Wenn wir ihn haben, können wir ihn reintun und den Motor starten. Wow, hört ihr das? Ja, der Motor schnurrt. Miau, miau. Schnurr. Wie ein Kätzchen. Schnurr, schnurr. Alles klar? Seid ihr bereit? Los geht's! Wow, es macht so viel Spaß zu fahren. Alles klar, jetzt fahre ich rückwärts. Macht euch bereit. Jetzt fahre ich die Pistenraupe schnell vorwärts. Jetzt fahren wir die Pistenraupe oder bedienen die Pistenraupe. Schnee bedienen. Oh, es macht so viel Spaß, sie zu bedienen. Oh, hört ihr das? Piep, piep. Das heißt, dass wir im Rückwärtsgang sind. Man muss nach hinten gucken, wenn man ein Fahrzeug rückwärts fährt. Okay, vorwärts geht's. Oh, seht ihr das? Das ist, wie ich die Pistenraupe fahre und bediene. Die bedienen die Ketten, sodass man nach links und rechts kann. Wow, oh. Jetzt sind wir in der Werkstatt der Pistenraupe. Hier repariert man die Pistenraupen. Wow. Seht ihr die Führerkabine? Genau, sie ist nach vorne gelehnt, sodass man an den Motor rankommt. Das zeige ich euch später. Aber jetzt will ich euch alles zeigen, was hier drinnen ist. Wow. Man kann all diese Maschinen hier reparieren. So wie das. Oh. Ein richtig tolles Geländefahrzeug. Guckt mal. Oh. Alles klar, los geht's. Oh, das war klasse. Oh. Alles klar, was haben wir noch hier? Oh, guckt mal. Das hier ist eine Schneefräse. Oh. Seht ihr die Zähne? Es dreht sich im Kreis und drückt den Schnee hier hoch. Alles klar, stellen wir sie zurück. Oh, alles klar. Was reparieren Sie hier noch? Mal sehen. Oh, cool, ein Dreirad. Oh, guckt mal, es hat drei Räder. Eins vorne, eins hinten und noch eines hinten. Genau, eins, zwei, drei Räder. Oh. Wow, es hat so viel Spaß gemacht. Oh, noch eine Maschine.
Diese Maschine nennt man ein Schneemobil. Und es ist blau. Hä? Es sieht aus, als wäre es kaputt. Seht ihr? Der Motor ist komplett zerstört. Seht ihr den Raum da hinten? Da reparieren sie die Schneemobile. Kommt mit! Oh, seht euch diesen Raum an. Oh, hier gleich ist eine Kettensäge. Oh, und sogar ein Laubbläser. Oh, wow! Oh, hey, wie gesagt, hier reparieren sie Schneemobile. Das hier ist richtig alt und wahrscheinlich kaputt. Aber hey, das reparieren sie später. Gehen wir da drüben hin. Oh, noch ein Schneemobil. Oh, das hier ist orange und gelb. Das ist klasse. Oh, die Farbe rot. Oh, super schrilles Rot mit Gelb. Wartet mal. Entflammbar. Feuer fernhalten. Los, raus hier. Kommt mit. Oh, gut, dass wir da raus sind. Jetzt. Oh, noch eine Maschine. Oh, das ist ein Gabelstapler. Er verwendet die Gabeln vorne, um große Paletten hochzuheben. Wow, was für eine tolle Maschine. Alles klar. Okay, jetzt schauen wir die Pistenraupe an und den Motor. Genau, wo all die Energie herkommt. Kommt mit. Wisst ihr noch, wie ich über die Ketten gesprochen habe? Genau, die sind ziemlich rutschig. Also lege ich Sperrholz hier hin, damit wir sicher darauf stehen können. Alles klar? Drei Platten Sperrholz. Jetzt können wir auf den Ketten stehen. Boah, alles klar. Geschafft. Habt ihr das gesehen? Das ist der Motor der Pistenraupe. Boah, das ist, wo all die Energie produziert wird. Oh, seht ihr das? Das ist ein Benzintank. Da geht all der Diesel hin, um den Motor anzutreiben. Kommt, ich zeige euch ihn von hinten. Oh, seht ihr das? Das sind die Hydrauliktanks. Das ist die Hydraulikpumpe. Und all diese Leitungen sind die Hydraulikleitungen. Oh, schaut mal. Wow, wir haben Batterien. Ein paar Ölfilter, Benzinfilter und man darf den Auspuff nicht vergessen. Es hat so viel Spaß gemacht, mit euch etwas über Pistenraupen zu lernen. Das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur nach meinem Namen suchen. Könnt ihr meinen Namen mit mir buchstabieren? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Vielen Dank an das Mountain Creek Snowboard Resort Burton und Snow Operating, die dieses Video möglich gemacht haben. Bleibt am Ball, Kinder!